So, wir sind wieder zurück bei Prey. Hab die Viecher nochmal erledigt. War im Nachhinein gar nicht so ein großes Problem. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. So, was müssen wir jetzt machen? Daniel Shows Stimme. Ist immer noch jemand, ne? Hier, ach ja, hier war ich ja schon. Aber wir haben ja genug Muni. Ich weiß nicht, Kuhstrahlen, ob die Waffe denn gut ist gegen die Viecher? Nein, nicht Status. Daten. Forschung. Was haben wir denn nochmal für Schwäche? Feuer, okay, da kannst du einfach draufballern. Psychisch, ja. Das ist wie Kuhstrahl, okay, Ether. Das ist gut. Glu, naja. Da habe ich den ja auch, okay. So, hier konnte ich auch hochgehen, okay. Auf die Map mal gucken. Okay, Kino, obwohl da Theater steht. Aber ich glaube, da können wir mal gucken. Oh nein, so ein Kack. So ein scheiß Netz. Nest. Was haben die nochmal für Schwächen? Gar keine, ne? Da müsste ich vielleicht Dings einsetzen, das hier. Oder ich versuche den mal. Und ich muss mir was reinpfeifen hier. Wieder mal eine Leiche. Stars im Aufwind. 20 Questions. Okay, wieder so ein bisschen anheben, mach ich mal. Aber hier ist nichts Besonderes. Okay. Beschädigt. Weiß nicht, ob das jetzt gut war oder nicht, aber die vier sind erledigt. So ein Wartungsschacht. So kann ich immer wieder anmachen. Ach so. Ja, ich glaube, das ist gut gegen die. Oh, was ist das für ein Scheiß?
Verstrahlung hier. Sind die tot, ja. Wer weiß, ob hier immer was hinter ist oder so. Karte. Was haben wir denn so hier so Schönes? Natürlich eine Leiche. Nehmen wir alles mit. War ich denn hier schon oder nicht, hä? Bin gerade verwirrt. Ach, das ist hier, okay. Das haben wir ja schon gelesen. Okay. Kann ich hier noch was mit? Nein. Da kann ich auch noch oben. Controller hier. Schatzkarte gedöns. Die wird ein Transcribe, ja. Erstmal. Aha, aha. Ich weiß, glaube ich, ich muss mal gucken gleich, wo wir sind. Aber ich glaube, da wo wir nicht hinkamen, glaube ich. Okay, Rick. Alrik ist in der Dunkelheit hinter der Turmtür verschwunden. Das Einzige, was ihr noch von ihm seht, ist seine Blutspur. Aber die Steinplatten scheinen das Blut irgendwie aufzusaugen. Und die Ritzen schimmern rot. Meine Fresse, Abigail. Sei nicht so ein Feigling. Entweder gehen wir durch die Tür. Vergiss es. Es hat gerade unseren Krieger gefressen. Wenn du es nicht mit dem ganzen Schwarm Rattenmenschen aufnehmen kannst. Oh, zauberloses Wunder. Haben wir keine Wahl. Elias? Ich meine, Alrik? Hauptmann Alrik. Kann ich hier antworten? Natürlich nicht. Also ich spiele immer so ein Spiel. Nichts aus der Dunkelheit. Sie hat Alrik vollständig verschluckt. Okay. Ich entzünde eine Fackel und... Hey Leute, tut mir leid, bin spät dran. Das Betriebssystem der Station wurde aktualisiert. Ich musste Bellamy die ganze Zeit die Hand halten. Abby, hast du meinen Charakterbogen? Du hast es geschafft. Ja, hier. Okay, wo sind wir überhaupt? Da.
Hier haben wir noch Abigail Foys Quartier, eine Schlüsselkarte. Nehme ich an. Was auch sonst. Ja, das können wir alles wieder, ne? Ja, das ist diese andere Seite, genau. Da oben waren wir nämlich schon. Und hier haben wir uns gewundert, wie wir da hinkommen. Die könnten wir wieder hacken und reparieren, aber... Ja, die lassen wir aber mal da. So, jetzt können wir, damit wir keinen Fallschaden machen, gehen wir einfach hier wieder runter. Haben wir das auch? Wir entdecken vielleicht nicht alles, aber wir entdecken einige Geheimnisse, glaube ich. So, jetzt sind wir wieder hier. Hinten haben wir immer noch mehrere Ziele. Da oben waren wir jetzt. Da müssten wir jetzt auch überall gewesen sein, ne? Ja, da war nichts mehr. Okay, wir haben noch eine Dingskarte. Okay. Ich heile mich natürlich erstmal wieder. Speichere lieber. Hier können wir jetzt natürlich hin. Oh. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Oh, shit. Hat ja alles nicht so gut geklappt, naja. Und jetzt die Überreste, ach hier. Das jetzt so... Ah, da kann ich noch nicht so gut umgehen, muss ich sagen. Aber diese andere Kraft ist vielleicht gar nicht so schlecht, das weiß ich nicht. Und schon kann ich mich wieder heilen, naja. Willkommen wieder zu Sie. Leicht kann ich Ihnen helfen. Diagnostiziere blaue Flecken oder Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts Bedrohliches. Sie werden sich bald wieder besser fühlen. So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Einen kleinen Überblick. Wo kommen die Viecher immer her? Das ist die Kantine und da geht's auch nach oben, oder was? Kann ich noch was pflücken? Kann man alles gebrauchen, tatsächlich. Das kann ich Gott sei Dank nicht zerstören.
Okay. Hier oben haben wir, weiß ich nicht, glaube ich auch noch nicht. Die nächsten Leichen natürlich. Gibt es aber sonst nichts weiteres Besonderes. Da kommt man hier hoch? Nee. Das ist nur so ein designtechnisch, ne? Ja. Okay, da können wir jetzt natürlich rein. Die waren wir auch drin, ne? So, irgendeine Schlüsselkarte haben wir aber. Ne, Bellamy nicht. Probier einfach alle, ne? Ach, hier. Hier sind wir auch. Hier sind wir trotzdem ja irgendwie reingekommen, keine Ahnung. Ah, hier. Okay. Schöne Neuromod. Und wieder vieles zu lesen, was ihr hoffentlich mehr tut als ich. Fatal Fortress. Ja, das kennen wir schon. Habe ich ein Passwort? Nein, aber ich kann es hacken. Dürfte nicht allzu schwer sein. War aber lange gedauert, naja. Machen wir einfach mal, was auch immer uns das bringt. Daniel, ich hatte heute ein Treffen mit dem großen LXU. Er hat mir mal wieder sein Tut-mir-leid ohne Lösung unter die Nase gerieben. Zwischen ihm und Morgan ist das Tradition. Das Tut-mir-leid, der Youth. War das so heuchlerisch wie eine Daniel-Show-Entschuldigung? Nein. Daniel, es ist nicht einfach, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, aber... Hast du mich eben mit ihm verglichen? Mit diesem arroganten Sack? Daniel, das muss aufhören. Du hast recht. Verschwinde. Es ist aus zwischen uns. Daniel! Ich sagte raus. Die haben auch Probleme. Wegen diesen... Nein. Was ist denn mit dieser Schatzsuche? Rosalinds, Hardenbuffels. Finde Daniels Shows Card. Aber hier kann ich... Hier gebe ich die Lösung ein, oder was? Und die wir noch längst nicht haben, oder was? So, okay. Was haben wir denn noch für E-Mails? Okay. Okay, egal. So, kann ich hier irgendwas heile machen? Das sieht nämlich diesmal nicht so aus. Wollte ich ja drauf achten. Calvino komme ich leider auch nicht rein. Hier noch was getan, sag ich mal.
Was soll sie auch getan haben? Können wir nichts machen, ne? Okay, egal. Tja, zu mehreren kommen wir dann nicht rein. Versuch das einfach noch ein bisschen so. Weil hier will ich gerne rein, aber ich komme nicht rein. Okay, naja. Hier nur dann irgendwas getan? Hier waren wir ja überall. Ich war ja auch oben. Das gelesen? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin nur verwirrt, wo wir noch nicht oben waren. Okay. Dann ist es nur da. Da waren wir auch. Okay. Proben, um in die Datenzentrale zu gelangen. Arboretum. Da müssen wir dann wieder zurück. Ja, dann, ich erinnere mich dann so ein bisschen. Und dann dahin. Aber bevor wir das machen, gehen wir natürlich wie oben denn hoch. Hä, wo war das? Hier. Nein, da. Was war das? In der Vorstandsebene hier. Oh, wer bist du? Scan abgeschlossen. Technopass. Elektrische Explosion, psychisch EMP. Das wird noch einmal böse wahrscheinlich. Ja gut, hat aber einige Schwächen. Sieht aber heftig aus. Morgen U Suite. Ja, da komme ich rein. Echt? Sind wir das? Nicht? Und Alex U. Da komme ich natürlich nicht rein. Witzig. Da gehe ich immer in die Gäste. Suite. Sagt.
Ist aber wieder ein Mensch zu einem Viech geworden, auf jeden Fall. Ich überfliege das immer so ein bisschen. Nehmt es mir nicht für übel. Oh, immer dieselbe Musik. So, wollte gerade sagen. Gehen wir hier rein. Mein Quartier ist das. Ist das das, wo ich... Zumindest sind hier noch Sachen drin. Was vom Anfang ist oder nicht, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Waffen-Upgrade. Irgendwo habe ich was gehört, ne? Komm, ich kann hier nie mal duschen, ey. Folge ist aber ganz schön lang. Das machen wir aber mal eben noch. Könnt ihr noch ein bisschen lesen hier. Dann glaube ich, war es langsam mit diesem Gebiet hier überhaupt. Ich werde das noch einschmelzen und werde noch ein bisschen Munition herstellen oder so. Zwischen den Folgen. Neuromods. Ah, da kann ich auch ran. Okay. Calvino, Kollege. Ihm wird nichts auffallen. Eidetisches Gedächtnis. Workaholic. Perfekte Krankenakte. Keine Abwesenheiten. Neuer Eintrag. Show. Danielle. Leiterin der IT. Mag dich nicht. Mag Alex noch weniger. Du musst herausfinden, warum. Nicht vergessen. Forschung. Küchenchef Mitchell. Und Emotionsoperator Hack. Okay. Dayo Ikwe wurde von Alex eingestellt. Aufgrund seiner unpopulären Haltung zu Psi-Phänomenen billig zu haben. Einer der besten Wissenschaftler der Station. Introvertiert. Weiß von den Tests. Loyal gegenüber Alex. Glaubt, dein Bruder und die Typhon könnten seine Karriere retten. Michaela Ilyushin, leitende Systemingenieurin. Ihr redet nicht miteinander. Ihr hattet eine kurze Beziehung. Du hast diese zu Beginn der Tests aber beendet. Sie glaubt, weil du ihre Krankheit entdeckt hast. Paraplexie, zweckmäßig aber falsch. Den Kontakt einzustellen erschien dir klug. Weniger schmerzhaft beim bevorstehenden Gedächtnisverlust. Paraplexie, Nervenerkrankung. Verhindert Nutzung von Neuromods. Erfordert aggressive Therapie zur Verhinderung von Degenerationen. Macht Kandidaten untauglich für Posten auf der Talos 1. Oh, Sarah Elazar. Sarah okay. Elazar. Sicherheitschefin. Keine Freundin. Weiß von den Typhon. Vermutet etwas. Aber nicht über deine Tests. Ist vertrauenswürdig. Vertraut Alex jedoch nicht. Oder dir. Noch nicht. Fernscan habe ich da auch irgendwie. Kann ich das auch einsetzen? Nein, nicht hier. Hier kann ich sowieso nicht so viel machen, ne? Gegenüber Umwelt gefahren. Okay. Und andere
erhöht die Entfernung aus der Typhoon mit dem Zirkoskop gescannt werden können. Auch nicht so wichtig. Ich hätte lieber hier so ein bisschen, ne? Alles klar. Ich glaube, dann düse ich wieder runter. Die Folge ist natürlich auch sehr lang. Ja, bei Alex komme ich leider nicht rein. Kann man auch nicht hacken oder sonst was, aber naja, ich weiß nicht. Gut. Alles Weitere sehen wir in der nächsten Folge. Prey. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.